Hallo zusammen, Testbericht Sigma 70 bis 200 mm 2.8, in dem Fall für Sony E-Mount Vollformat. Zum Vergleich, das ist das alte 70-200er von Sony, also beide 2.8, ungefähr gleich groß, ungefähr gleich schwer, das ist das alte. Es gibt ein neues Sony-Objektiv, das ist deutlich kleiner und deutlich leichter, ich glaube rund 300 Gramm leichter. Und das merkt man an der Kamera dann schon auch, das neue ist allerdings auch preislich. Ein bisschen sehr teurer. Von so her ist das was durchaus sehr vergleichbar ist. Man kann das auch noch kaufen, das Sony. Also von so her sind die beiden sehr vergleichbar. Und ich habe mir beide angeschaut. So, 70-200er ist ein Sportobjektiv, da kommen wir gleich drauf. Was kann man damit machen? Wie gut ist der Autofokus? Wie sieht das Bokeh aus? Gefällt es mir nicht? Wenn das mir runterfällt, würde ich mir denn das kaufen oder würde ich wieder das kaufen? All das erkläre ich in dem Video. Wir fangen außen an. Das Objektiv ist offensichtlich schwarz. Es ist ungefähr genau gleich groß wie das und auch gewichtsmäßig nimmt sie das nicht viel. Sigma hat versucht, das möglichst klein zu machen. So, jetzt ein bisschen Spezialität. Bei allen 70-200er, die ich kenne, ist es so, dass ich hier einen Knopf habe irgendwo, den kann ich drücken und dann kann ich das Objektiv abziehen und wieder raufmachen. Das ist mal gewohnt, das kennt man. Finde ich auch gut so. Das setzt aber voraus, dass hier vorne halt irgendein Bereich ist, wo man das machen kann. Diesen Bereich hat Sigma hier gekürzt, der ist da nicht dran. Stattdessen kann man hier, so wie man das bei großen Teles ist es immer so, dass man es so macht. Man muss es aufschrauben, kann es abnehmen und kann es halt entsprechend wieder rauf machen. Das ist ein bisschen, das dauert halt einfach. Ne? Man hat das so im Rucksack, weil das passt sonst nicht in den Rucksack. Man muss es ja so in den Rucksack packen, wenn man es an der Kamera hat. Das heißt, man schraubt es auf, man nimmt das ab, schraubt das fest. So, wenn man es abnehmen will, ist es schief drauf, nochmal lösen, festmachen. Ich wollte nicht mit Meckern anfangen, ich fange halt mit Meckern an. So, aber es kommt gleich positiv. So, jetzt schraube ich es ab, kann ich es noch nicht abnehmen, muss ich nochmal schrauben, jetzt kann ich es abnehmen. Also mich nervt sowas furchtbar. Das ist der Grund, warum ich das wahrscheinlich nicht gegenüber dem nehmen würde. Allein dieser Mechanismus. Aber ich habe mit mehreren Fotografen gesprochen und alle haben gesagt, oh, voll geil, viel besser als das hier. Und der blöde Knopf, man weiß immer nicht, wo der ist, man findet man nicht, man fummelt da rum und so weiter. Also das ist scheinbar eine Frage des Geschmacks. Und ich bin in der Minderzahl, ich habe drei Fotografen gefragt. Alle drei haben gesagt, sie finden das besser. Was mir völlig unverständlich ist. Eine Spezialität ist aber, was das Ding nicht hat, was das Sony hat. Ich habe hier noch so eine kleine Klappe. Die nervt, weil die immer auf ist. Aber die ist dafür da, wenn ich einen Polfilter drauf hätte, könnte ich den damit verschieben. Habe ich nie bei dem Tele. Aber wenn du beim Tele mit Polfilter arbeitest, dann bist du dankbar für sowas. Weil den musst du drehen können. Das kannst du nicht mit der Gegenlichtblende. Deswegen, das hat so viel wieder. Habe ich da eigentlich einen dicken Filter drauf? Schutzfilter mache ich auch gar nicht mehr. Naja. So. Dann habe ich vorne den Zoom-Ring 70-200 und dann habe ich mehrere Funktionsbutton. Dann habe ich den Fokusring, der ist gerade so fingerbreit, aber man wird damit selten manuell fokussieren, also das geht gut. Man kann die Blende einstellen am Objektiv, sehr unüblich bei so einem Objektiv, auch völlig sinnlos meiner Meinung nach. Vielleicht planen Sie das für Fuji einzubringen irgendwann und dann haben Sie schon mal dran, weiß ich nicht. Man kann es abstellen und man kann es auch klickbar oder nicht klickbar machen. Also wenn du viel damit filmst mit sowas, dann freust du dich vielleicht darüber. Dann habe ich natürlich die üblichen Button, Bildstabilisator an und aus. In zwei Stufen und dann habe ich hier noch natürlich manuell Fokus, Autofokus und zwar auch Entfernungsbuttons, das ist auch üblich, weil es immer so ein Thema ist, wenn du im Nahbereich fokussieren willst, dann ist es ganz nice, wenn man das abstellen kann, beziehungsweise wenn du auf keinen Fall was im Nahbereich haben möchtest. So, dann vielleicht noch eine Spezialität. mein Kontakt bei Sigma, wir haben mehrfach telefoniert bei dem Objektiv. Das ist unüblich, das machen wir sonst nicht. Weil ich habe gesagt, mich nervt das damit und er hat gesagt, nee, findet er total toll. Das muss ich dazu sagen, der fotografiert selbst auch. Alteingesessener Fotograf, schon immer am Fotografieren. Die meisten Kontakte, die ich habe, ist sonst mit dem Marketing, das sind meistens Leute, die sind nicht selbst fotografieren. Bei Sigma, der fotografiert selbst. So, folgendes Problem, was ich habe, was er auch hat und seine Frau nicht hat. Sigma hat versucht, das Objektiv möglichst kurz zu machen. Und das führt dazu, dass ich eben diesen Mechanismus da vorne habe und es führt dazu, dass ich vorne, den benutze ich ja häufig, 70-200, ich wechsle ja häufig mit dem Fokusbereich, ne? Also mit dem Zoom. So. Und das Problem ist, die Klappe ist im Weg. Wenn ich das so anfasse, wie ich das normalerweise mache, kann ich nicht drehen. Ich muss dann wirklich den Bereich finden und mit Handschuhen geht das kaum. Er sagt, das Problem hat er auch so ein bisschen, seine Frau hat das nicht, weil sie hat dünne Finger, ich habe dicke Finger. Problem 1, ich zeige das nochmal, hier ist es anders. Hier habe ich breit, da passen 2,5 Finger rauf und hier passt ein Finger rauf. Also so gehört sich das, liebes Zoom-Team. Das ist tatsächlich ein Problem, wo ich ein Problem mit hätte. Und Problem 2 ist, ich packe das Gelegen aus und als erstes stelle ich fest, dass meine Finger nicht darunter passen. Weil normalerweise trage ich so ein Objektiv nicht so, weil dann ist das schwere Objektiv an der Kamera und dann habe ich Angst, dass der Anschluss kaputt geht, sondern ich trage das eigentlich immer so. Und dann arbeite ich halt so.
Und die Finger passen hier rein, die müssen auch mit Handschuhen dazwischen passen. Das passen sie da nicht. Für japanische Hände gemacht. Ne? Ich kriege meine Wurstfinger gerade so rein, aber es ist unangenehm. Mit dem Ring stört das. Also ich kriege sie nicht richtig rein, nur so den vorderen Bereich. Und mit Handschuhen keine Chance mehr. Also dieses Teil ist einfach zu kurz. Man kann das mit dem Imbusschlüssel abnehmen. Und weil das relativ kompakt und leicht ist, kann man das auch abnehmen. Also ich habe es dann einfach abgenommen. Und ohne gearbeitet. Aber damit ich das nochmal zeige, ich kriege meine Wurstfinger nicht richtig rein. Also wenn du Wurstfinger hast, ist es vielleicht nicht die erste Wahl für dich. Ich denke, ich werde nicht der Einzige sein. Da wird der eine oder andere Amerikaner mit dicken Fingern sagen, das stört ihn. Und wahrscheinlich wird Sigma irgendwann ein zweites Ding bringen oder ein größeres oder so. Es ist ein Vorserienmodell. Kann natürlich immer sein, dass sie das jetzt gemerkt haben und dann noch was anderes machen in der Produktion. Könnte ja sein. Das wäre keine Riesensache wahrscheinlich. So viel zum Gehäuse. Ansonsten, es sieht schick aus, ne? Schwarz, sieht man das? Sieht cool aus. Also es hat Sinn, das ist ein weißes Objektiv, macht ja den Sinn, es wird nicht so heiß. Wenn du viel in Afrika in der Sonne fotografierst, bist du wahrscheinlich froh, dass es weiß ist. Aber es sieht natürlich viel cooler aus, ne? Also, na, wie muss ich es jetzt drehen? Sieht cool aus, ja, sieht cool aus. Also, das muss man ja auch sagen. So viel dazu. Wichtiger sind natürlich die optischen Eigenschaften. Ich zeige mal ein paar Bilder. Ich war damit im Serengeti-Park, falls du den Serengeti-Park nicht kennst, in der Nebensaison kommen. In der Hauptsaison ist das, glaube ich, die Hölle. Wir waren am letzten Tag des Jahres, schlechtes Wetter, Herbst und so weiter. Es war sehr wenig los, war super angenehm mit dem Kind. Da sind halt ganz viele, so macht man so Mini-Safari, fährt man wirklich mit dem Auto so durch die wilden Tiere durch und so, wirklich auch durch die Löwen und Tiger. Und ja, also kann der halt ein bisschen, also wirklich, wir haben dann die Touristenvariante gemacht. Anyway, jedenfalls war ich wirklich sofort beeindruckt. Autofokus super schnell, Bokeh sieht in der Kamera schon toll aus. Man merkt sofort, puh, da hat Sigma Gas gegeben. Knacke scharf, auch das sehe ich in der Kamera schon. Also wenn man zum Beispiel hier die Affen sieht und ich zoome da rein, dann ja, also schärfer geht es irgendwie nicht mehr. Ne? Und zwar auch bis zum Rand. Also das kann Sigma und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Mein Sigma-Kontakt hat auch geschwärmt, wie viel Glas da drin ist und was für hochwertige Gläser und so weiter, da habe ich keine Ahnung von. Das Ergebnis ist einfach wirklich überzeugend. Also puh, also wirklich. Ob so ein Objektiv am Rand überhaupt scharf sein muss, kann man drüber streiten, aber ja, wenn man es hat, dann hat man es. Ne? Wäre jetzt nicht so kritisch wichtig, weil man damit den Rand meistens sowieso unscharf haben möchte. Aber nicht vergessen, ich benutze 70-200er auch gerne in der Landschaftsfotografie. Also überraschend viele meiner guten Shots habe ich mit so Dolomiten-Tele, würde ich immer mitnehmen. Das Sigma 100-400 habe ich gerne dabei, weil ich dann noch flexibler bin. Und dann will ich natürlich den Rand auch scharf haben. Und das kann ich hier. Also Hut ab vor der Schärfe. Da hat Sigma echt Vollgas gegeben. Vignette. Vignette ist der dunkle Rand, den du offenblendig hast. Der ist natürlich da. Das ist aber sehr vergleichbar. Ich zeige die Vergleichsbilder zu dem Sony und Sigma. Und das sieht sehr ähnlich aus. Das ist halt so, das kann man korrigieren per Knopfdruck. Und dann ist es weg und wenn man die Blende zumacht, ist es auch weg. Aber so ein Objektiv wird man in den allermeisten Fällen offenblendig verwenden. Sonst würde ich ja nicht das 2.8er nehmen. Das F4er, sowas gibt es ja immer auch in F4, das ist dann deutlich kleiner, leichter, günstiger. Also das kauft man ja, weil man es offenblendig verwenden will. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also das ist bei mir eigentlich immer auf 200mm 2.8, wenn es nicht irgendwie einen Grund dagegen gibt. Ein ganz, ganz, ganz bisschen Verzerrung haben wir. Das ist auch vergleichbar zu dem Sony. Also das ist ganz normal, wie das halt so ist. Bei solchen Objektiven hat man da nicht doll. Das ist anders bei Weitwinkel, wo man dann eine starke Verzerrung hat. Autofokus ist ein Sportobjektiv. Autofokus sind ja mehrere Sachen. Das eine ist, ich habe Nahbereich, Fernbereich, also wie lange dauert das, um den Fokus von nah nach fern zu bringen. Das geht super schnell, also so im Sinne von, man merkt das gar nicht. An der Sony A7 IV habe ich es ausschließlich gehabt. Dann das andere ist halt Objekterkennung. Das ist natürlich vor allem eine Frage der Kamera. Wie gut ist die da drin? Und Objekttracking, also das typische Fall bei mir ist ja immer, mein schwarzer Hund läuft auf die Kamera zu. Immer der schwierigste Fall für die Kameras. Die Kamerahersteller und Objektivhersteller schimpfen immer mit mir und sagen mir dann immer, ich soll mir endlich einen anderen Hund kaufen, irgendwie einen Border Collie oder sowas, wo ein bisschen Struktur drin ist, weil schwarzer Kopf am schwarzen Hund ist halt immer schwierig. Da hatte ich den Effekt, den kenne ich aber auch von anderen Kameras und anderen Objektiven. Die Kamera erwischt den Hund, der Hund läuft auf mich zu und dann kommt der Autofokus nicht hinterher. Also Kopf ist im Fokus, Kopf ist im Fokus, Kopf ist im Fokus und dann wandert der nach hinten, dann ist nur noch der Rücken im Fokus oder sowas und dann kommt er irgendwann wieder. Das ein bisschen hinterher pumpt. Das hatte ich mehrfach bei dem Hund, bei meinem Hund. Ich habe jetzt keinen anderen Hund gekriegt. Wir hatten auch die ganze Woche Regen. Das war ein bisschen doof. Aber wenn ich Menschen nehme, Mensch beim Laufen oder Mensch auf dem Fahrrad, dann macht er das tipptopp. Also das schiebe ich mal so ein bisschen auf die Sony A7 IV und auf meinen Hund, weil ich weiß, dass andere da genauso Schwierigkeiten haben. Das ist immer das Doofe, wenn ich Autofokus-Tests mache, weil ich nehme meinen Hund, weil der so schwierig ist. Aber dann sind die Ergebnisse halt auch nicht so, wie das bei Lassie wäre, die ein bisschen mehr Struktur im Fell hat. So. Also bei Menschen und so weiter geht das super schnell. Also da, ja, das können Sigma natürlich und die Sony ist halt auch gut. Ne? Da habe ich dann, also gerade bei Menschen, also
irgendwie laufender Mensch zum Beispiel, wenn du deine Jungs beim Fußball fotografieren möchtest oder so, dann hast du nachher 90-95% Treffer. Und ja, was willst du mehr? Ne? Und mehr kann die Sony nicht. Das Objektiv könnte wahrscheinlich noch mehr. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, die habe ich eben vergessen. An dem Ding habe ich gleich Swiss Arca kompatibel. Das heißt, ich kann das Ding so direkt auf Stativ machen. Ja, warum machen das nicht alle? Verstehe ich nicht. Ja, man sieht es ja hier. Ich habe dann halt immer so ein kleines Ding dran. Ich arbeite selten damit auf dem Stativ, deswegen mache ich was Kleines dran. Aber wenn man mal auf Stativ gehen will, dann ist man natürlich froh, wenn man da das Ding direkt dran hat, statt es hier so ranzubauen, was einfach doof aussieht. Ne? Also danke Sigma dafür. So, Fazit so ein bisschen. Hat sich das gelohnt? Jetzt, was habe ich, ich habe es gesagt, wenn mir das runterfallen würde, kaputt gehen würde, würde ich mir das Sigma kaufen. Das Sigma ist optisch noch ein Tick besser, ist tatsächlich ein Tick schärfer nochmal, obwohl das Sony ist gut. Also, noch mal nicht vergessen, das ist wirklich gut. Ne? Das Sigma ist optisch tatsächlich besser. Auch das Bokeh, wenn wir das Bokeh nebenbei mal anschauen, also das ist natürlich ein Traum. Ne? Also, Sony ist auch gut, aber das ist ein Traum. Da haben sie echt, puh, abgeliefert. Mich stört halt sehr, dass ich meine dicken Finger da nicht reinkriege. Es geht. Ich kann sie, es reicht, weil es nicht so schwer ist, reicht es, wenn ich die Spitzen reinstelle. Aber mit Handschuhen geht es bei mir nicht. Das würde mich wirklich stören. Ich bin mir sicher, da, wenn das Objektiv populär wird, gibt es da Drittherstellerlösungen oder von Sigma eine Lösung. Und ich habe es tatsächlich einfach abgemacht, weil ich brauche es eigentlich nicht. Da packe ich das in den Rucksack, falls ich mal auf Stativ will. Und ansonsten packe ich das direkt so an und dann geht das tipptopp. Also deswegen, das wäre kein K.O.-Kriterium. Mich stört sehr da vorne. Ich habe das Objektiv jetzt 2 Wochen im Einsatz. Aber nicht super, super viel. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich daran gewöhne. Vielleicht gewöhnt man sich daran, dass man halt immer da vorne anfasst und dann geht's ja. Aber es geht nicht gut. Also es ist wirklich was, wo ich langsamer mitarbeite im Moment. Wahrscheinlich gewöhne ich mich dran. Also das würde mich tatsächlich sehr stören. Deswegen würde ich sehr mit mir ringen. Wenn du dünne Finger hast, nimm das. Wenn du richtig dicke Metzgerfinger hast, nimm das. Einfach wegen diesem Teil. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Das hätte man anders lösen müssen. Der Grund wird folgender sein. Wenn ich das Ding vorne abnehme, das muss ich halt, wenn ich muss ich das wieder klicken, kann ich ja nicht. So, jetzt packe ich das, habe ich es an der Kamera, packe es in den Fotorucksack. Der Standard-Fotorucksack, also so ein typischer F-Stop mit dem Inlet, da passt es dann gerade so rein. Aber wirklich gerade so, was okay ist. Wenn das hier vorne länger wäre, dann könnte man den normalen Mechanismus machen, das wäre für mich besser. Und dann hätte man auch genug Platz vorne zum Zoomen, aber dann würde es nicht mehr in den Rucksack reinpassen. Das wird wahrscheinlich die Überlegung gewesen sein. Und sie haben, das ist immer so ein Kompromiss, ne? Wenn man es kleiner macht, leidet die Optik. Und wenn man es länger macht, dann passt es nicht mehr in den Rucksack, was dann auch doof ist. Ne? Von so haben sie da eigentlich den Kompromiss gut gemacht. Nur weil ich jetzt da so emotional bin, würde ich nicht zu viel drauf geben. Aber es hätte ihm vielleicht gut getan, das einen Tick kürzer zu machen und dann halt optisch einen Tick weniger, weil das ist ziemlich nah an perfekt, das Objektiv. Von so her, das ist immer typisch bei Sigma. Ne? Die liefern halt echt qualitätsmäßig dermaßen ab, dass sie die Messlatte immer, das ist die Messlatte, alle anderen müssen sich danach richten. Aber sie priorisieren Qualität höher als Größe. Was verständlich ist und was auch okay ist. Ja. So. Und wenn du das kleinste Objektiv haben willst, musst du das teure Sony neben den Nachfolger nehmen, aber der kostet 1.000er mehr. Ja. Und ist nicht optisch besser. Der ist einfach ein bisschen leichter. Und für 1.000 Euro kannst du dann mal Fitnessstudio-Abo für 3 Jahre lösen. Dann hat sich das auch erledigt mit dem Gewicht. Na gut. So, ich hoffe, das war hilfreich. So oder so wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Telefotografie. Bei mir auf dem Kanal gibt es viele Videos mit Tele. Gerade sind 70-200er. Immer. Also, wenn mein Haus brennt ab, ich kaufe mir meine Ausrüstung komplett neu. Egal, welche Marke ich nehme, ich würde immer 70-200, da steht ganz oben auf der Liste. Also nicht das erste Objektiv, das ich kaufe, aber vielleicht das dritte oder vierte oder sowas. 70-200, da brauche ich. Auch wenn ich in Urlaub fahre, ich habe immer ein Tele dabei. Und am liebsten 70-200er. Ist dann halt häufig so, dass ich das 100-400 nehme, weil noch flexibler. Aber wenn ich mir nur eins davon leisten könnte, 70-200, ohne Frage. Weil einige meiner schönsten Fotos habe ich damit gemacht, mit 70-200, in irgendeiner Weise. Ne? Und sieht immer gut aus. Spielende Kinder, spielende Hunde auf einer Hochzeit, irgendwie beim Empfang, die Leute und so weiter. 200mm, 2,8, hast du immer mitgewonnen. So, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.